Noch nie in der Geschichte von Oxfam haben wir eine derartige humanitäre Krise wie die in Gaza gesehen. Dieses Statement veröffentlichte der CEO von Oxfam vor einigen Tagen. Wir schreiben 28 Tage seit dem genozidalen Angriff auf Gaza. In 28 Tagen wurden 9.061 Menschen in Gaza ermordet. Hört euch diese Zahl an. Lasst sie euch auf der Zunge zergehen. Seit dem 7. Oktober ermordete das israelische Militär jeden Tag 324 Menschen. Das ist mit deutscher Staatsräson gemeint, wenn PolitikerInnen von bedingungsloser Unterstützung von Israel reden. Es ist das Blut der abertausenden palästinensischen Kindern, was an den Händen deutscher PolitikerInnen klebt. Das, was Sie Verteidigung nennen, benennen wir ganz klar als das, was es ist, ein Genozid. Vorgestern veröffentlichte Robert Habeck ein Video, in dem er sich als Friedensstifter kundtut. In seiner Ansprache betont er zwar sein Mitleid für die zivilen Opfer, aber behauptet, die internationale Proteste seien islamistischer Natur. Die eindeutige Schuld liege bei der Hamas, die all dies angefangen hätten. Herr Habeck, wir brauchen Ihre leeren Lippenbekenntnisse nicht, wir brauchen Ihr falsches Mitleid nicht. Wir teilen weder die Methoden noch die Strategien der Hamas, eine Organisation, die gezielt Zivilistinnen angreift, ein theokratisches Regime aufbauen will und zutiefst arbeiterinnenfeindlich, frauenfeindlich, queerfeindlich und antisemitisch ist. Natürlich verurteilen wir die Hamas. Aber warum zur Hölle müssen wir uns immer und immer wieder von Hamas distanzieren, bevor man uns zuhört? Warum darf man erst wütend über die Apartheid, über Vertreibung und Ermordung sein, wenn man sich von der Hamas distanziert? Die Kritik an der Hamas ändert nichts daran, dass wir das Recht des palästinensischen Volkes auf nationale Selbstbestimmung und den Kampf gegen den Apartheidstaat verteidigen. Ich frage, wie fucking oft wollt ihr es noch hören, bis palästinensisches Leben endlich einen Wert für euch hat? Herr Habeck, zu sagen, dieser Genozid hätte erst am 7. Oktober begonnen, ist purer Geschichtsrevisionismus. Die Hamas ist nicht im luftleeren Raum entstanden und hat eines Tages entschlossen anzugreifen. Diese Betrachtung verkennt 75 Jahre Besatzung Palästinas, sie verkennt die anhaltende Nakba seit 1948, sie verkennt den Prozess, in dem Gaza in das größte Freiluftgefängnis der Welt verwandelt wurde. Nein, Herr Habeck, wir sind keine Hamas-unterstützenden Islamisten. Wir stehen hier zu Millionen Menschen auf dieser Welt und fordern Freiheit für Palästina. Im Gegensatz zum israelischen Staat haben wir die Hamas nämlich auch noch nie unterstützt. Wir stehen hier vor Wut über diese ganze imperialistische Politik, welche die Vertreibung und Ermordung von Zehntausenden unter dem Deckmantel des angeblichen Kampfes gegen Antisemitismus in Kauf nimmt. Natürlich verurteilen wir jede Art von antisemitischen Angriffen auf jüdisches Leben. Wir sind wütend und schockiert über die neuesten Angriffe auf Synagogen und andere Einrichtungen. Wir stellen uns gegen die Gleichsetzung von jüdischen Menschen mit dem israelischen Staat. Antizionismus bedeutet immer auch der Kampf gegen Antisemitismus. Niemand von uns ist frei, bis wir alle frei sind. Weltweit stehen tausende jüdische Menschen auf der Straße, besetzen den US-Kongress und fordern ein Ende der Bombardierung in Gaza. Einige Tage später besetzten jüdische AktivistInnen die New Yorker Central Station. In London sahen wir eine der größten Demonstrationen in den letzten Jahrzehnten mit 500.000 TeilnehmerInnen.
Nicht zuletzt haben ArbeiterInnen in Kent in England die Tore einer Fabrik von einem israelischen Waffenproduzenten blockiert und konnten damit die Ausfuhr von Drohnen und Geschütz bremsen. In Belgien haben die ArbeiterInnen verschiedener Flughäfen ebenfalls erklärt, dass sie sich weigern werden, militärisches Material für den Krieg in Palästina abzufertigen. Es sind genau diese Beispiele, die uns zeigen, welche Macht die ArbeiterInnen auch in den imperialistischen Ländern haben. Es sind diese Beispiele, die uns Hoffnung geben können, wenn wir uns manchmal so fühlen, als hätten wir keine mehr. Es sind ArbeiterInnen, die die Kriegsmaschinerie in Stocken bringen. Alle zusammen für die Freiheit Palästinas, hoch die internationale Solidarität. Aber gleichzeitig schauen wir auch erschrocken zu, wie sich nicht nur die Lage vor Ort immer weiter zuspitzt. Wir sehen, wie die Herrschenden dieser Welt einige humanitäre Hilfsgüter als extremst großartig darstellen, während die Menschen in Gaza dem sicheren Tod entgegensehen. Vor allem die Kriegsverbrechen werden nur zögerlich kritisiert und oft mit einem Freibrief versehen. Deutschland spielt eine unheimlich große Rolle, sei es durch die Enthaltung bei der UN oder durch Waffenlieferung und finanzielle Unterstützung. Deutschland unterstützt den Genozid und das zieht sich von Linkspartei bis AfD. Die Gewerkschaftsführungen reihen sich ebenfalls ein, indem sie sich hinter die Politik des deutschen Staates stellen. Auch Organisationen wie Fridays for Future Deutschland knicken ein und distanzieren sich von ihrer internationalen Organisation und mischen mit bei rassistischen und konspirativen Hetzkampagnen gegen ihre eigenen Mitglieder. Und sei das nicht schon alles schlimm genug, spukt das Märchen des importierten Antisemitismus durch die Parlamente und Zeitungen. Ja, richtig, das Land, in dem 6 Millionen jüdische Menschen systematisch ermordet wurden, tut so, als ob Antisemitismus ein Problem wäre, was durch Migration kommt. 84% aller antisemitischen Straftaten passieren durch Nazis und Rechtsextreme. Die Erzählung des importierten Antisemitismus reiht sich ein in die Kontinuität rassistischer Politik in diesem Land. Aber wir wissen, der deutsche Staat schützt jüdisches Leben nur, solange sie den Kampf gegen Antisemitismus für rassistische Hetze und Spaltung nutzen können. Um es mit den Worten der jüdischen Antifaschistin und Holocaust-Überlebenden Esther Bejerano zu sagen, wer gegen Nazis kämpft, kann sich auf den Staat nicht verlassen. Deswegen müssen wir uns auch konsequent gegen das Verbot des palästinensischen Gefangenennetzwerks Samidun stellen. Dieser Angriff ist ein Angriff auf uns alle. Wir verurteilen das Verbot und auch die bundesweite Struktur der Roten Hilfe, die sich dem staatlichen Narrativ hingegeben haben, gegen das Verbot von Samidun und Freiheit für alle politischen Gefangenen. Warum stehen wir also hier in Dahlem vor der Freien Universität? Am 9. Oktober veröffentlichte die Freie Universität ein Statement, in dem sie sich mit allen ihren israelischen Kooperationspartnern solidarisieren. Dazu zählt unter anderem die Hebrew University of Jerusalem. Die Universität stand in den vergangenen Jahren immer und immer wieder unter massiver Kritik für die Diskriminierung palästinensischer Studierender, aber auch jüdischer und internationaler Studierenden, welche öffentlich den israelischen Staat kritisierten. 1968 besetzte die Hebrew University of Jerusalem unrechtmäßig einen beträchtlichen Teil des Geländes, auf dem sich ihr heutiger Mount Scopus Campus und ihre Wohnheime gebaut sind. Dieses Land ist Teil von Ost-Jerusalem, das nach internationalem Recht durch Israel illegal besetzt ist.
Und kein Wort verliert das Unipräsidium über den genozidalen Anschlag auf Gaza. Kein Wort über den Schutz palästinensischer und ausländischer Studierende, welche Sorgen um ihre Familien haben oder denen möglicherweise Abschiebungen drohen. Dieses Statement ist ein Schlag ins Gesicht für alle AkademikerInnen und Studierenden international, die aufgrund ihrer Identität, aufgrund ihrer Kritik am israelischen Staat ihre Jobs und ihre Studienplätze verloren haben. Als Studierende der Freien Universität fordern wir das Präsidium und den AStA zur Rücknahme dieses Statements auf. Wir fordern außerdem die Verurteilung des israelischen Genozids in Gaza und der illegalen Annexion der Westbank. Die Freie Universität und der AStA sollten zudem die völkerrechtswidrige Besatzung in Ost-Jerusalem durch die Hebrew University anklagen und sich von dieser distanzieren. Wir wollen und können nicht einfach so weiter studieren, während ein fucking Genozid vor unseren Augen stattfindet. Wir müssen an der Universität, einem der relevantesten Orte in dieser Gesellschaft für gesellschaftliche Meinung, Druck ausüben und Präsenz zeigen. Dafür müssen wir fordern, dass es keine Forschungen für Waffen an der Uni gibt. Wir brauchen eine Zivilklausel, die integral funktioniert und auch sogenannte Dual-Use-Forschungen verbietet, die für zivile und militärische Zwecke verwendet werden. Wir müssen gegen jegliche Repression kämpfen, vor allem in Unterstützung von palästinensischen und solidarischen WissenschaftlerInnen und Beschäftigten, die um ihre Jobs bangen. Wir wissen jedoch, dass es nicht ausreicht, dass das gesamte deutsche Regime mit dem israelischen Siedlerkolonialismus verbündet ist. Und wir müssen auch unsere Verbündeten woanders suchen. Machen wir es wie in England, in Italien und Belgien und suchen wir uns die ArbeiterInnen als Verbündete, die real die israelischen Kriegsmaschinerie auch von hier bekämpfen können. Ein Anfangspunkt kann TV Stutt und TVL sein. Let's be honest, bisher noch eine relativ unpolitische Tarifrunde, aber lasst uns dorthin gehen und weitergehende Forderungen aufmachen. Wir kämpfen nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen, sondern für eine Uni unter Kontrolle der Studierenden und Beschäftigten im Dienste der Unterdrückten. Lasst uns ein Komitee aufbauen, was an der Uni und darüber hinaus für ein freies Palästina und gegen rassistische und antisemitische Hetze kämpft. Der Kampf für ein freies Palästina muss daher ein zentraler Kampf der Studierenden und Beschäftigten heute sein. Als Waffen der Kritik wollen wir eine antiimperialistische und revolutionäre Jugend an der Seite der ArbeiterInnenklasse und aller Unterdrückten aufbauen. Lasst uns hier an der FU damit anfangen. Die Situation aktuell zeigt, dass wir weitergehen müssen und dass es keinen Frieden ohne Gerechtigkeit geben kann. Befreiung können wir nur erkämpfen, wenn wir uns gegen den deutschen Imperialismus stellen und kämpfen für ein freies, laizistisches und sozialistisches Palästina, in dem jüdische und palästinensische Menschen gemeinsam in Frieden leben können. Viva, viva Palästina!